Die Wegzugsbesteuerung. Was ist überhaupt die Wegzugsbesteuerung? Welche Folgen hat die Wegzugsbesteuerung? Und was hat sich da dieses Jahr geändert? Denn da gab es eine Reform. All das erfahren Sie in diesem Video. Hallo, mein Name ist David Kasper. Ich bin Steuerberater und Geschäftsführer, Partner der Köber Steuerberatung. Und wir haben uns auf die steuerliche Gestaltungsberatung spezialisiert, denn wir steuern Ihre Steuern. Heute in diesem Video schauen wir uns mal die Wegzugsbesteuerung an. Also was ist überhaupt die Wegzugsbesteuerung und welche Folgen hat die Wegzugsbesteuerung und was hat sich da geändert im Rahmen der Wegzugsbesteuerung? All das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Kommen wir erstmal zum Thema, was ist überhaupt die Wegzugsbesteuerung? Also das Thema Wegzugsbesteuerung treffen wir im Außensteuergesetz an. Das heißt, es handelt sich um internationales Steuerrecht. Also wie es der Name auch schon sagt, ich muss hier in Deutschland wegziehen. Also die Wegzugsbesteuerung kann greifen, wenn ich hier wegziehe. Die Voraussetzungen schauen wir uns gleich an. Und ich finde das Ganze in § 6 des Außensteuergesetzes. Welche Voraussetzungen muss ich jetzt da beachten? Und zwar, erste Voraussetzung ist, ich muss eine natürliche Person sein. Das heißt, die Wegzugsbesteuerung, können wir uns gleich merken, greift nicht für juristische Personen, also für GmbHs oder AGs oder irgendwelche anderen Rechtsformen noch. Also es greift nur für natürliche Personen, also für den Menschen, sage ich mal. Zweite Voraussetzung ist, ich muss in den letzten 12 Jahren mindestens 7 Jahre unbeschränkt einkommensteuerpflichtig gewesen sein. Unbeschränkt einkommensteuerpflichtig in Deutschland bin ich, wenn ich hier einen Wohnsitz innehabe, das heißt die Schlüsselgewalt über eine Wohnung, dann habe ich hier einen Wohnsitz oder ich habe hier meinen gewöhnlichen Aufenthalt. Eins von beiden reicht, wenn es erfüllt ist. Das heißt, ich bin hier nicht nur vorübergehend oder mindestens über 6 Monate, dann habe ich hier meinen gewöhnlichen Aufenthalt. Wenn eine dieser Voraussetzungen erfüllt ist, dann bin ich hier in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtig. Und wenn ich jetzt in den letzten 12 Jahren, das ist der Betrachtungszeitraum, mindestens 7 Jahre unbeschränkt einkommensteuerpflichtig war, das heißt, es muss nicht am Stück sein, sondern es reicht, kann auch mal eine kurze Unterbrechung sein, es reicht, wenn es 7 Jahre dann erfüllt sind in den 12 Jahren, dann habe ich die zweite Voraussetzung erfüllt und die Wegzugsbesteuerung greift unter Umständen. Die dritte Voraussetzung ist dann noch, ich muss beteiligt sein an einer Kapitalgesellschaft zu mindestens 1% im Sinne des § 17 des Einkommensteuergesetzes. Und dort steht eben drin, Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft mindestens 1%. Kapitalgesellschaften sind ja GmbHs, AGs, Kommanditgesellschaften auf Aktien. Was da nicht drunter fällt, sind die Personengesellschaften, also eine GmbH und KUG AG oder eine GbR oder OAG, die fällt da nicht drunter. Wenn ich hier beteiligt bin, bin ich nicht in der Wegzugsbesteuerung. Aber jetzt Obacht geben, denn seit diesem Jahr kann ich ja auch optieren als Personenhandelsgesellschaft zur Besteuerung einer Kapitalgesellschaft. Also ich bin eine GmbH und KUG AG und stelle nach 1a Körperschaftssteuergesetz einen Antrag, hey, ich möchte jetzt besteuert werden wie eine GmbH. Das geht mittlerweile. Schauen wir uns aber mal in einem gesonderten Video an, da erkläre ich das mal ausführlich, aber jetzt hier um zum Thema zurückzukommen, wenn ich diesen Antrag gestellt habe und diese Optierung nutze, also ich bin eine optierte Personengesellschaft, dann bin ich wieder in der Wegzugsbesteuerung drin. Dann bin ich zwar zivilrechtlich eine GmbH und KUG AG, also eine Personengesellschaft, aber auf steuerlich werde ich hier behandelt wie eine GmbH. Obacht geben, Wegzugsbesteuerung würde dann in dem Fall auch greifen, wenn ich mindestens 1% beteiligt bin. Das heißt, das ist die dritte Voraussetzung. Und die vierte Voraussetzung ist, ja, ich muss natürlich auch wegziehen. Also es muss ein Wegzug erfüllt sein. Da fällt jetzt nicht nur drunter eben hier wegziehen, sondern da gibt es noch zwei andere, schauen wir uns aber gleich ein bisschen näher an. Was auch noch drunter fällt, muss man noch festhalten, ist die Fußstapfentheorie. Die begegnet uns hier auch. Und zwar muss nicht ich an der Kapitalgesellschaft beteiligt sein, zumindest 1% oder einer optierten Gesellschaft, sondern es genügt auch, wenn das der Schenker oder der Erblasser gewesen ist. Also Beispiel, mein Vater vererbt mir jetzt einen Anteil an einer GmbH, an der hat er mindestens 10% Beteiligung, also über den 1%, und mein Vater war in den letzten 12 Jahren, 7 Jahre unbeschränkt einkommensteuerpflichtig. Also hier gilt die Fußstapfentheorie auch für die unbeschränkte Einkommensteuerpflicht, also für diesen Zeitraum. Wenn die dann schon erfüllt ist vom Schenker oder vom Erblasser, bin ich hier auch wieder in der Wegzugsbesteuerung drin, auch wenn ich selber gar nicht in den letzten 12 Jahren, 7 Jahre unbeschränkt einkommensteuerpflichtig bin. Also hier greift auch die Fußstapfentheorie, wenn ich die Anteile geschenkt oder vererbt bekomme. Was ist jetzt überhaupt alles ein Wegzug? Also wann greift die Wegzugsbesteuerung? Ich habe die 4 Voraussetzungen erfüllt und greift es jetzt nur, wenn ich wegziehe, also wenn ich hier meinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aufgebe, also ich breche alle Zelte ab, ich ziehe nach Österreich, dann ist die erfüllt. Das ist der erste Punkt, das ist ein Wegzug, selbstverständlich. Wenn ich hier den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aufgebe, also ich verliere die unbeschränkte Steuerpflicht und ziehe jetzt zum Beispiel nach Österreich,
dann bin ich in der Wegzugsbesteuerung drin. Aber das Ganze greift nicht nur für den Fall, sondern ein Wegzug ist auch erfüllt, wenn zum Beispiel der Anteil an dieser Kapitalgesellschaft an jemanden verschenkt wird, der gar nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist. Also zum Beispiel verschenkt ein der Erblasser, vererbt, sind wir ja dann in dem Fall, vererbt es an seine Tochter, die seit 20 Jahren in Kanada lebt. Das heißt, der Anteil wird vererbt an jemanden, der hier in Deutschland gar nicht unbeschränkt steuerpflichtig ist, also in dem Fall dann nur beschränkt. Dann bin ich auch in der Wegzugsbesteuerung drin für diesen Erbfall. Also zu dem Zeitpunkt dann des Vererbens habe ich hier dann ein Thema mit der Wegzugsbesteuerung, weil der dritte Fall ist, Deutschland verliert sein Besteuerungsrecht an der Besteuerung des Verkaufs der Kapitalgesellschaft. Das heißt, nehmen wir mal hier das Beispiel, ich ziehe nach Polen. Also ich bin habe eine GmbH, bin 100% beteiligt, nehmen wir mal an, und ziehe jetzt nach Polen. Aber um die Wegzugsbesteuerung zu vermeiden, behalte ich hier in Deutschland noch einen Wohnsitz. Das heißt, ich habe hier noch meine Wohnung, ich habe in Polen auch eine Wohnung, also ich habe hier eine Doppelansässigkeit. Ich bin in beiden, habe in beiden Wohnsitz, also bin ich in Deutschland noch unbeschränkt einkommensteuerpflichtig. Das könnte ich ja machen, weil ich dann nicht nur in die Wegzugsbesteuerung falle. Aber hier muss man jetzt auch aufpassen, denn wenn ich jetzt nach Polen ziehe und dort ist der Mittelpunkt meiner Lebensinteressen in Polen, und ich schaue dann ins Doppelbesteuerungsabkommen, also das kommt jetzt auf jedes Land einzeln an, hier muss ich dann immer ins Doppelbesteuerungsabkommen und da steht dann drin, oh, wir haben hier eine Doppelansässigkeit, also ich habe in Deutschland einen Wohnsitz und in Polen. Aber wenn ich dann hier das Doppelbesteuerungsabkommen mir anschaue, dann steht da drin, okay, der Mittelpunkt der Lebensinteressen, der gewöhnliche Aufenthalt, das ist alles in Polen erfüllt, also bin ich für das Doppelbesteuerungsabkommen in Deutschland ansässig, also in Polen ansässig, also verliert Deutschland sein Besteuerungsrecht und dann greift hier auch die Wegzugsbesteuerung. So viel zur Theorie, also das sind die Voraussetzungen, da kann ich dann drunter fallen. Jetzt schauen wir uns das nochmal an einem praktischen Fall an. Also welche Folgen hat es? Ich ziehe jetzt ins Ausland und es greift die Wegzugsbesteuerung. Welche Folgen hat das? Also was verursacht da überhaupt für eine Steuer und wie errechnet sich diese Steuer? Schauen wir uns jetzt mal in einem Praxisbeispiel an. Und zwar nehmen wir hier einfach mal den Fall, ich bin beteiligt an einer GmbH. Die GmbH habe ich gegründet im Jahr 0 mit 25.000. Also ich habe sie einfach bar gegründet, 25.000. Und nach 15 Jahren ziehe ich jetzt nach Österreich. Also ich ziehe ins Ausland und innerhalb dieser 15 Jahren habe ich den Firmenwert meiner GmbH auf 5 Millionen und 25.000 hochgetrieben. Dass man es einfach rechnen kann, habe ich noch hier 25.000 hinzugerechnet. Also ich habe 5 Millionen, 25.000 ist der Wert der GmbH und nach 15 Jahren ziehe ich jetzt weg. Das heißt, ich war in den letzten 12 Jahren mindestens 7 Jahre unbeschränkt einkommensteuerpflichtig. Passt, ich bin eine natürliche Person und ich ziehe auch ins Ausland. Also Deutschland verliert hier sein Besteuerungsrecht. Wichtig ist bei diesem Zeitraum in den letzten 12 Jahren, 7 Jahre unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, da falle ich immer drunter, wenn ich ab der Geburt hier nie weggezogen bin. Also da bin ich dann und nicht vor dem 7. Lebensjahr wegziehe und beteiligt bin an der Kapitalgesellschaft, dann bin ich da eigentlich immer drin. Das heißt, das ist meistens erfüllt. Aber hier haben wir es erfüllt und die Wegzugsbesteuerung greift. Was passiert jetzt? Und jetzt tut das Finanzamt oder Deutschland einfach so, als wenn man die GmbH fiktiv verkauft. Das heißt, es wird jetzt einfach so getan, die Firma wird bewertet, haben wir jetzt schon gemacht, 5 Millionen und 25.000 ist die Wert, das heißt der gemeine Wert. Und da darf ich jetzt dann noch abziehen, meine Anschaffungskosten, die waren 25.000, das heißt, die ziehe ich hier ab, die 25.000. Also ich habe hier einen Gewinn von 5 Millionen. Und darauf muss ich jetzt Einkommensteuer zahlen. Aber das ist wie beim Verkauf einer GmbH, also wie in Deutschland ganz normal, da greift jetzt nicht sofort die Einkommensteuer, sondern ich habe hier das sogenannte Teileinkünfteverfahren. Also 40% sind steuerfrei und nur 60% muss ich mit Einkommensteuer versteuern. 60% von 5 Millionen sind 3 Millionen, das heißt, die sind steuerpflichtig und 2 Millionen sind einfach schon mal steuerfrei. Die 3 Millionen muss ich jetzt mit meinem persönlichen Einkommensteuersatz versteuern, das heißt, bei 3 Millionen bin ich da auf jeden Fall bei 45% Einkommensteuer nehmen. 45% Einkommensteuer und bei 3 Millionen 45%, da komme ich dann auf eine Steuerbelastung von 1.350.000 Einkommensteuer. Der Solidaritätszuschlag würde natürlich auch noch dazu kommen, das lassen wir jetzt mal weg. Ich habe hier auch einen Freibetrag grundsätzlich, aber der ist so klein, den habe ich bei den Zahlen schon weit überschritten. Also Freibetrag ist ungefähr 9, ist 9.060, den kriege ich aber meistens nicht, wenn der Gewinn dann, da gibt es so eine Gleitskala, über einen gewissen Betrag ist, da bin ich hier weit drüber, da sprechen wir unter 100.000, also da bin ich den 30, kriege ich meistens nicht. Und den kriege ich auch nur voll, den Freibetrag, wenn ich zu 100% beteiligt bin. Wenn ich eine kleinere Beteiligung habe, dann wird der natürlich auch noch gekürzt. Deswegen habe ich den hier meistens nicht, den brauchen wir hier auch nicht beachten. Also ich habe hier eine Steuerbelastung von 1.350.000.
Und das Schlimme daran ist, ich verkaufe ja nicht wirklich. Das heißt, das deutsche Finanzamt schickt jetzt einen Steuerbescheid raus, verlangt von mir die Steuer, obwohl mir gar keine Liquidität zufließt, weil ich verkaufe meine Firma nicht wirklich. Ich behalte ja die Berto hier, sitzt hier in Deutschland und ich muss hier eine Steuer zahlen, obwohl ich gar keine Liquidität habe. Und das ist das Gefährliche an der Wegzugsbesteuerung. Ich habe hier aber jetzt eben noch eine, ich kann hier einen Antrag stellen, dass es eben nicht sofort zahlen muss und kann es dann auf 7 Jahresraten zahlen. Das hat sich jetzt auch geändert. Das war, wenn ich in die EU gezogen bin, also hier in dem Fall nach Österreich, dann wurde das zinslos gestundet bis an seinen Nimmerleinstag, also unendlich. Wenn ich irgendwann zurückkomme, ist nichts passiert. Das wurde jetzt geändert, also ab dem 01.01.2022 greift das hier nicht nur für Drittländer, sondern auch für die EU. Ich muss jetzt hier sofort zahlen, kann aber den Antrag stellen, dass ich es auf 7 Jahresraten zahlen darf. Also wenn ich das jetzt hier durch 7 teile, bin ich ungefähr bei 190.000 pro Jahr. Das Ganze auch zinslos, gnädigerweise. Aber ich muss eine Sicherheitsleistung regelmäßig hinterlegen, also eine Bankbürgschaft oder irgendwas in der Richtung. Also ich kriege das nicht einfach so. Und ganz wichtig ist auch die Beteiligung. 1% an einer Kapitalgesellschaft, da ist auch völlig egal, ob die Kapitalgesellschaft in Deutschland sitzt oder eine ausländische ist. Also es knüpft hier nur an die unbeschränkte Steuerpflicht des Gesellschafters an. Wo die Gesellschaft ihren Sitz hat, ist hier irrelevant. Zusammenfassend kann man sagen, die Wegzugsbesteuerung, da muss ich eben höllisch aufpassen, wenn ich das Thema habe oder wenn ich vorhabe, wegzuziehen und beteiligt bin an einer Kapitalgesellschaft oder an einer Personengesellschaft, die optiert hat wie eine Kapitalgesellschaft. Also hier muss ich auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Es gibt aber Möglichkeiten, die Wegzugsbesteuerung zu umgehen oder dass sie gar nicht anfällt. Man kann sie auch vermeiden durch gewisse Gestaltungen. Und welche Gestaltungen es da gibt, schauen wir uns im nächsten Video an. Wie ihr merkt, das Thema Wegzugsbesteuerung birgt einige Fallstricke. Das heißt, hier kann man sehr viele Fehler machen und auch teure Fehler machen, die mir dann am Ende des Tages viele Steuern kosten. Also bitte nie bei dem Thema Wegzugsbesteuerung oder allgemein beim Thema internationales Steuerrecht sich allein dran wagen und sozusagen die Gestaltungen versuchen alleine umzusetzen, sondern sucht euch da immer eine kompetente Steuerkanzlei, einen kompetenten Steuerberater oder Rechtsanwalt, der sich spezialisiert hat auf internationales Steuerrecht. Denn hier sind so viele Fallstricke, da kann man so viele Fehler machen und je nachdem, in welches Land es auch geht, gibt es hier einige Besonderheiten zu beachten. Natürlich könnt ihr euch da jederzeit gerne bei uns melden, denn wir haben uns spezialisiert auf steuerliche Gestaltungen, insbesondere auf internationales Steuerrecht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert auf jeden Fall auch den Kanal und die Glocke aktivieren, denn dann seid ihr immer informiert, wenn wir ein neues Video hochladen. Und wenn du wissen willst, wie du deine Steuern optimal steuerst oder wie du die Wegzugsbesteuerung vermeidest oder allgemeine Steuerstrategieberatung benötigst, dann schick uns jetzt eine Anfrage an anfrage@koeber. Die Kontaktdaten, die siehst du hier unten eingeblendet und lass auch deine Steuern von uns optimal steuern. Und im nächsten Video schauen wir uns mal die Gestaltungsmöglichkeiten an. Wie kann ich die Wegzugsbesteuerung vermeiden? Ich möchte wegziehen, ich habe hier Kapitalgesellschaften. Welche Möglichkeiten habe ich, dass die Wegzugsbesteuerung nicht greift?